In diesem Video gebe ich meine Prognose zum 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ab, verrate, welche drei Wetten ich persönlich angespielt habe und verlose eine 20€ Paysafe-Card. Viel Spaß dabei! Mein Name ist übrigens David Stricek. Ich war jahrelang Profisportwetter und in diesem Jahr habe ich den Kanal So geht Sportwetten gegründet, auf dem ich Sportwetten und Unterhaltung verbinden möchte. Ich spiele übrigens ausschließlich bei Buchmachern mit den besten steuerfreien Quoten und die das asiatische Handicap im Wettsortiment haben. Sollte dein Wettanbieter 5% Steuern erheben und oder das asiatische Handicap nicht in seinem Wettsortiment haben, dann schau doch mal bitte in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir Europas besten Buchmacher 1xBet verlinkt. Kommen wir zur Auswertung des 10. Spieltags. Und was kann ich euch anderes sagen, als dass es in den Taschen geklingelt hat? Ich habe 3 Wetten abgegeben und alle 3 Wetten sind durchgegangen. Am letzten Spieltag habe ich ein Plus von 396,25€ erwirtschaftet und somit beträgt mein Reingewinn in dieser Bundesliga-Saison 1153,88€. Aber schauen wir mal, was der kommende Spieltag für uns bereithält. Starten wir mit dem Spiel am Freitagabend zwischen Hannover 96 und den Jungs von Bruno Labbadia aus Wolfsburg. Nach 4 Pflichtspielen ohne Sieg und Tabellenplatz 16 stehen die Hannoveraner ordentlich unter Zugzwang. Im Niedersachsen-Derby müssen sie an die guten Leistungen gegen Stuttgart und Leverkusen anknüpfen, um den Anschluss auf Platz 15 nicht zu verlieren. Die Wölfe wollen dagegen nach der knappen 0:1 Niederlage gegen Dortmund, bei der man durchaus einen Punkt hätte mitnehmen können, mit einem Sieg gegen die 96er den Punkteabstand zum oberen Tabellendrittel verkürzen. Da Hannover zuletzt gegen Schalke und Augsburg keine schlechten Partien zeigte und zuvor schon gegen Leverkusen und Stuttgart bewiesen hat, dass die Jungs besser Fußball spielen als ihr aktueller Tabellenplatz, prognostiziere ich ein 2:1 Sieg für die Männer von André Breitenreiter. Die erste Partie am Samstag führt uns ins Max-Morlock-Stadion, wo der Club aus Nürnberg die Schwaben aus Stuttgart empfängt. Nach einer desolaten ersten Halbzeit in Augsburg lieferten sich die Franken in der zweiten Halbzeit einen Schlagabtausch und holten verdient den 2. Auswärtspunkt in dieser Saison. Der VfB steht hingegen nach 4 Niederlagen in Folge mächtig unter Zugzwang und muss im Abstiegskampf gegen Mitkonkurrent Nürnberg unbedingt Punkte holen. Stuttgart muss vor allem langsam offensive Lösungen finden, nachdem sie nun 317 Minuten ohne Torerfolg sind. Bei diesem Abstiegsduell gehe ich von einem sehr umkämpften, zerfahrenen Spiel aus, in dem sich beide Teams nicht schenken werden. Ich tendiere zu einem 1:1 Unentschieden. Das zweite Spiel am Samstagnachmittag bestreitet in der Merkur-Spielarena die Fortuna aus Düsseldorf gegen die Hauptstädter aus Berlin. Nach 6 Niederlagen in der Bundesliga muss Düsseldorf langsam mit den Punkten beginnen, um in der nächsten Woche, wenn es nach München geht, nicht zu schnell den Anschluss zu verlieren. Auch in Berlin ist man nach dem 0:3 gegen Leipzig in Katerstimmung. Bislang war man es von der alten Dame nicht gewohnt, zu Hause so abgefertigt zu werden. Vor allem defensiv waren die Hauptstädter gegen die schnellen Bullen extrem anfällig. In dieser Begegnung gehe ich ebenfalls von einem hart umkämpften Spiel aus, in dem die Fortuna mit großem Kampfgeist einen Punkt holt. Meine Prognose ein 1:1 Unentschieden. Zeitgleich spielen die Breisgauer um Christian Streich zu Hause gegen die Karnevalsspezialisten aus Mainz. Was war das wieder für ein Spiel? Ähnlich wie Augsburg konnte der Club am letzten Spieltag den hochdotierten Bayern ein Bein stellen und kurz vor Schluss sich für die gute Leistung belohnen und einen Punktgewinn feiern. Die Mainzer hingegen kommen von einem 2:1 Heimsieg gegen die Werderaner. Vor allem in Halbzeit 1 spielte man sich in einen kleinen Rausch und ging verdient mit 1:0 in Führung. Nach dem 2:0 in der zweiten Halbzeit schaltete man einen Gang runter und versuchte das Ergebnis über die Runden zu bringen, was einigermaßen souverän geklappt hat. Aktuell spielen aber die Freiburger für mich den besseren Fußball, giftiger nach vorne, vor allem von außen, gleichzeitig konzentriert in der Defensive. Meine Prognose ein 2:1 Erfolg für die Freiburger. Knapp 200 Kilometer weiter weg spielt die Truppe von Julian Nagelsmann gegen den FCA. Die Sinsheimer zeigten am letzten Wochenende beim 4:1 gegen Leverkusen einmal wieder, was für eine starke Offensive sie haben. Augsburg spielte dagegen beim Heimspiel gegen Nürnberg eine verhältnismäßig schwache Partie. Nur in der ersten Halbzeit hätte man durchaus die Chance gehabt, die Begegnung gegen den Club vorzeitig zu beenden. Umso erschreckender war dann die Vorstellung in Halbzeit 2. Aufgrund der extremen Defensive
defensiven Anfälligkeit der Augsburger und der Offensivpower der Hoffenheimer gehe ich von einem Sieg der Heimmannschaft aus. Meine Prognose, ein 3:1 Erfolg der TSG. Das letzte Spiel der Samstagskonferenz bestreiten die Jungs von Florian Kohfeldt gegen die Fohlen aus Gladbach. Nachdem sich die Bremer vor allem in den ersten 60 Minuten gegen Mainz im Tiefschlaf befanden, überzeugte umso mehr der Rest der Partie. Zwar gelang Claudio Pizarro nur noch der Anschlusstreffer, jedoch waren nach dem Tor die Chancen zum Ausgleich vorhanden. Die Fohlen kommen hingegen von einem soliden Auftritt gegen das Schlusslicht aus Düsseldorf. Es hat zwar etwas gedauert, bis man die defensive Anfälligkeit der Fortuna ausnutzen konnte, am Ende feierte Gladbach aber trotzdem einen verdienten 3:0-Sieg. Die Bremer werden in dieser Woche den Trainingsschwerpunkt vor allem auf das Gegenpressing legen. Zu viele Chancen hat man in den letzten beiden Spielen nach Ballverlust zugelassen. Offensiv sind die Jungs dagegen immer gut für ein Tor. Ich tippe auf ein knappes 2:0 für die Werderaner. Das Topspiel am Samstag hat es in sich. Im Signal Iduna Park trifft die Borussia aus Dortmund gegen den zuletzt strauchelnden Rekordmeister aus München. Die junge Mannschaft von Lucien Favre hat uns in den letzten Wochen mit tollem Offensivfußball begeistert. Auch letzte Woche gegen Wolfsburg hätte man durchaus höher gewinnen können. Am Ende reichte aber eine durchschnittliche Leistung zu einem 1:0 Erfolg. Genau so muss man aber über die komplette Saison punkten, wenn man sich Hoffnung auf die Meisterschaft macht. In München brennt dagegen die Hütte. Vor allem in der Offensive schafft man es nicht, sich spielerisch genügend Chancen zu erarbeiten, um die Spiele vorzeitig zu entscheiden. Auch am letzten Spieltag gegen Freiburg fehlten offensive Lösungen, um den tiefstehenden Gegner zu bespielen. Hinzu kommt eine schlampige Defensive, die es in dieser Saison bislang nur zweimal geschafft hat, ohne Gegentor zu bleiben. Gegen Dortmund muss und wird wahrscheinlich vieles besser werden. Die Bayern werden auf einen Gegner treffen, der sich nicht nur auf die Defensive konzentriert und zwangsläufig auf Freiräume lässt. In diesem Spiel wird sich entscheiden, ob München tatsächlich in einer tieferen Krise steckt oder ob sie aktuell am Lösungsmangel gegen tiefstehende Mannschaften erkrankt sind. Meine Prognose für dieses Spiel ein 2:1 für Bayern. Bevor wir mit den Sonntagsspielen weitermachen, lass dem Video doch ein Like da und schreib mir in die Kommentare, wie deiner Meinung nach das Topspiel zwischen Dortmund und München ausgeht. Unter allen, die das Ergebnis richtig tippen, verlose ich eine Paysafe-Card in Höhe von 20 Euro. Sollte wie schon am letzten Spieltag niemand das Ergebnis des Topspiels richtig tippen, wird der Jackpot in der nächsten Woche um 10 Euro erhöht. Am nächsten Tag erfolgt dann wiederum die Neuauflage des El Plasticos zwischen Leipzig und Leverkusen. Die Leipziger Bullen spielten gegen die Herthaner eine bombenstarke Partie. Vor allem offensiv spielte man extrem dominant mit Möglichkeiten zu einem deutlicheren Kantersieg. Gleichzeitig ist man nun 6 Spiele ohne Gegentor. Die Leverkusener haben dagegen im Heimspiel gegen Hoffenheim eine Lehrstunde bekommen. Vor allem offensiv gelang wenig und defensiv kam wieder die Anfälligkeit der letzten Wochen auf. Aufgrund der extrem starken Defensive der Red Bulls und der facettenreichen Offensive gehe ich von einem Heimsieg der Leipziger aus. Aus meiner Sicht wird das Spiel mit einem 2:0 Erfolg für die Sachsen enden. In der letzten Partie des 11. Spieltags trifft die Eintracht aus Frankfurt auf die Knappen aus Schalke. Frankfurt konnte am letzten Spieltag einen klaren 3:0-Sieg gegen Stuttgart feiern. Wie schon in den letzten Wochen zeigte Frankfurt offensiv eine bärenstarke Leistung und auch in der Defensive hielt man den VfB vom eigenen Tor fern. Dies führte dazu, dass die Schwaben nicht einen Torschuss verbuchen konnten. Die Ruhrpotter gewannen ein turbulentes Spiel gegen Hannover, in dem der Videoschiedsrichter einmal mehr im Mittelpunkt stand. Die Tore fielen aus dem Nichts, trotzdem war der 3:1-Sieg vor allem aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit nicht unverdient. Im Spiel gegen die Eintracht sehe ich für Schalke allerdings schwarz. Die Frankfurter sind für mich die Überraschungsmannschaft der Bundesliga. Vor der Saison habe ich das Team um Adi Hütter noch als Abstiegskandidat gehandelt und mittlerweile schaue ich den Buben unglaublich gerne beim Fußballspielen zu. Vor allem die Offensive hat es mir persönlich angetan. Auch gegen Schalke glaube ich, dass sich die Hessen durchsetzen werden und am Ende mit 2:0 gewinnen. Jetzt verrate ich euch meine persönlichen Wetten. Ich habe 2,5 Einheiten auf Hannover Asiatisches Handicap 0 zu einer Quote von 2,050 angespielt. Das bedeutet nichts anderes, geht das Spiel unentschieden aus, erhalte ich meinen Einsatz zurück, gewinnt Hannover, gewinne ich die Wette. Außerdem vertraue ich an diesem Spieltag der Freiburger Heimstärke und habe 2,5 Einheiten zu einer Quote von 2,180 auf den Club gesetzt. Zu guter Letzt habe ich 2,5 Einheiten zu einer Quote von 1,970 auf einen Sieg der Bullen gewettet. Stopp, mein Freund!
nicht abschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Abo da und drück die Glocke. Und ansonsten kann ich nur sagen, macht es gut, viel Erfolg mit euren Wetten. Do svedania, mein Name ist David Strzecek. Ciao, ciao. Thank you.